Und damit welcome back, werte Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren farbenfrohen Folge Avatar Frontiers of Pandora. Schön, dass du da draußen wieder mit am Schdissel bist und ein fettes Merci geht raus an alle Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, machen wir mal weiter an dieser Stelle. Ich würde mal sagen, wir folgen jetzt einfach mal weiter stumpf der Hauptquest. Wir haben hier durch die Augen Ewas. Müssen wir im Grunde einmal mit ihr quatschen. Müssen wir ganz nach oben. To the top. Da würde ich mal sagen, diesmal mal los, ha? Sie ist naiv. Du siehst fantastisch. Ich möchte nämlich jetzt so ein bisschen voranschreiten in der Hauptstory, weil ich den Ikran haben möchte. Ich hab Bock auf Flugtier. So, schauen wir mal, wo die Chefin ist. Was ist hier? Entschuldige, ich suche nach Etua. Nein, geh nicht. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Ich habe mich von Furcht und Zorn leiten lassen. Deinen Verlust missachtet. Auch wenn sie bei Ewa ist, erinnert mich meine teure Frau Asahe an alles, was uns geraubt wurde. Ihre Weisheit und Güte sind noch hier. Und in Etua. Etua und du, ihr wandelt denselben Pfad entlang. Doch dieser führt sie von mir weg. Sie ist wie ihre Mutter, ungestüm und starrsinnig. Ich möchte genauso furchtlos werden wie sie. Ich hielt Asahe im Arm, als sie starb. Auch sie war furchtlos. Wo du ein annehmbares Risiko siehst, sehe ich Krieg und Zerstörung. Mein Volk hat schon so viel verloren. Doch wenn ihr nicht kämpft, könnt ihr alles verlieren. Ganz kurz sahen wir den friedlichen Geist der Sarentu in dir, aber sie sind wohl wirklich verschwunden. Taugt nicht. Ich muss Etua finden. Ich will doch auch nur Frieden für alle. Ich werde sie nicht verlieren. Nicht durch Gewalt und nicht durch Eitelkeit. So, finde Etua und sag ihr, dass Etua in Sicherheit ist. Was, du findest sie wo? Wo ist sie jetzt hingegangen? Im Heimatbaum, nordwestlich in der Nähe eines Baumes. Okay. Das heißt, sie geht gerade ein bisschen spazieren. Das ist irgendwo hier draußen. Na, gucken wir mal, wo sie sich rumtreibt. Hallo. Flup, 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 flup. Ach, immer wieder schön, hier vorbeizukommen. Er kann mir doch nicht die Schuld daran geben. Hast du jemals erwogen, dass er recht haben könnte? Unser Sarentu-Held ist zurückgekehrt. Deine Vorfahren wären stolz. Die Jäger haben mir von Sommeys Tod berichtet. Himmelsmenschen machen sich nichts aus dem Schönen. Sie sind das Problem mit den Kinglor. Ich weiß es. Was jetzt? Wenn deine Mutter so geschaut hat, bedeutete das immer Ärger. Wenn du dich mit der Königin verbindest, zeigt sie dir ihren Schmerz. Ich verstand nicht, was ich sah. Vielleicht lehnt sie mich ab. Ich bin mehr Himmelsmensch als Na'vi. Du bist beides. Das ist deine Stärke. Deshalb musst du es tun. Dein Vater könnte uns verstoßen. Ich weiß, dass er Angst um uns hat, Nevika. Aber wir müssen es versuchen. Für ihn. Für uns. Die Wiese des Lichts bietet uns Schutz vor neugierigen Blicken. Ja. Ich bringe die Königin dorthin. Schau nicht so besorgt, Mayantu. Ein kleiner Stich und wenn du erwachst, bekommst du einen belebenden Nixie-Nektar.
Ein Stich? Der Nizze-Nektar holt dich zu den Lebenden zurück. Jeder, der dieses Ritual mit der Kinglor-Königin wünscht, muss vorher Nektar sammeln. Nur Mut, du bist mehr Na'vi, als du denkst. Und jetzt geh. Nektar sammeln? Echt jetzt? Sammle Sumpfbienenstocknektar. Das Ritual. Finde mit Hilfe vom Jagdbuch Karte heraus, wo du suchen musst. Okay. Material. Frucht. Nektar. Markieren. Wenn ich jetzt auf der Karte schaue. Okay, es wird jetzt nicht direkt an der Karte markiert. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier so ein bisschen gucke. Naja gut, es wird mir eh vorgegeben. Ich düste einfach mal hin. Aber es ist Sumpfbienenstocknektar. Ist das nochmal ein spezieller Nektar? Ich meine, das ist ja für ein Ritual. Ach, ist das schön, hier wieder rumzuspazieren, sich voll pusten zu lassen mit Gift. Herrlich. Oh, das macht aber gut Schaden. Krass. Apropos gut Schaden. Ich sollte mal was essen. Wir haben ja hier noch den Obstsalat. Der muss weg. Der bringt mir auch noch ein bisschen mehr Leben. In den nächsten, was weiß ich, 10 Minuten oder so. Epa. So, da vorne haben wir, glaube ich, nochmal Früchte. Die können wir ignorieren, weil da habe ich noch genug. Schauen wir noch, was uns hier so auf dem Weg begegnet. Das sind so diese Explosionsbäume. Oben ist jetzt an sich auch nichts. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ich kann natürlich ordentlich viel sammeln. So ist ja nicht. Ich habe ja einen großen Sammelkorb. Vielleicht deine Schwester, die zu uns stoßen will? Oi! Kollege! Du bist Zarentu. Hallo! Hallo! Was macht ihr hier? Päuschen? Und wo ist diese schreckliche Bestie? Okay, die reden nicht von mir. Du kannst die Insel vom Lagerplatz aus sehen. Das hier nochmal. Das ging nicht zum Scannen, ne. Okay, hier gibt es auch richtig viel Frucht an sich. Und Krach und Lärm. Tod und Verderben. Nur drei Leute sind das, ha? Huh? Die mal schnell ausschalten. Ich muss mal wieder so ein bisschen reinkommen ins Kämpfen. Ich geh mal hier hoch. Okay, die sind noch abgelenkt. Können wir es vielleicht noch ein bisschen ranschleichen? Da muss ich jetzt nur treffen. So, Nummer Uno. Treffer. Oh, das war voll daneben. Down. So, Kollege Schnürschuh, komm mal ran da. Erledigt. Oh, ich brauch Muni. Was? Wann habe ich denn so viel rausgeballert? So, Kollege, ich bin da, um dich zu befreien. Aber erst looten. Ah, Ration braucht doch keine Sau. Oh, Ersatzteile.
So, mein Lieber. Was wollten die hier mit dir machen? Experimente? Oh ja, Ersatzteil. Nice. Sturmgewehr. Und eine Mod für Armschutz. Schauen wir mal rein. Grundsätzlich habe ich da ja noch nichts. Zack, was bringt mir das? Schwachstellenschaden. Kann an sich nicht schaden. Wir haben noch Kosmetik. Ja. Mach das mal ran. Oder auch nicht. Letztendlich ist es ja scheißegal, was wir anhaben, wie wir aussehen. Wir sehen sie ja eh nicht. So, es ist schon wieder eine Zeit lang her, wo ich gezockt habe. Was muss ich jetzt hier nochmal machen? Mal aufschießen, oder? Nee. Das hier muss ich zerstören. Du bist frei, mein Lieber. Ab in die Freiheit mit dir. Ja, bis später. Du bist die Familie. Eigentlich könnte ich den gleich mitnehmen, ne? Komm, er ist eh fast down. Ich erlöse ihn. Was? Zerstört. So kann ich nicht sammeln. Bin ich schon voll oder was? Hab ich genug Zeug dabei? Ja, das tut mir jetzt aber auch leid, mein Freund. So, jetzt habe ich mich natürlich wieder ablenken lassen. Ich muss weiter in diese Richtung. Ab durch den Dschungel. Da war ich safe noch nicht oben. Jetzt spüre ich doch, dass da was ist. So. Oh, tadellos. Noch ein bisschen Eier. Was ist denn hier dieser Ort? Na, schon ein kleines Stückchen weg hier. Aber stört nicht. Ich lauf gern hier durch. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Wenn die halt nicht wären. Komm, schleicht euch. Kann ich nicht gebrauchen. Bist du auch noch, Kollege? Glaube nicht. Zerstört. Was bedeutet das? Wieso kann ich das nicht mehr aufsammeln? Zerstört. Das muss mir mal einer erklären. Das weiß ich nicht. So, Beutel. Wir schauen mal rein. An sich bin ich leer. Ach so, vielleicht, weil ich hier Feuerschaden mache. Kann das sein? Mal ausprobieren. Wir nehmen mal den alten wieder. Aber das kann ja auch nicht sein, dass das dann irgendwie nicht mehr brauchbar ist. So, jetzt brauche ich ein Versuchskaninchen. Haben wir da noch eins irgendwo? Mit den Kollegen hier, ha? Huh? Der ist schon down. Ich dachte, der macht ein Nickerchen. Machst du ein Nickerchen? Beschmutzt. Okay. Der Typ ist verschmutzt, also... Die Ressourcen sind irgendwie nicht mehr brauchbar. So, schauen wir bei dem mal. Zu dir komme ich gleich, Amigo. Zerstört. Also es hat nichts mit dem Bogen zu tun, dass er irgendwie Feuerschaden macht. Ich bin irritiert. Wildtiere, RDA-Pfeile. Wildtiere, die von RDA-Pfeilen getroffen wurden, müssen besänftigt werden, bevor diese entfernt werden können. Das Herausziehen des Pfeiles
ich muss hier halten zum Besänftigen. Wow, ganz ruhig. Jetzt bewege dich vorwärts, was? Kumpel, ich will dir nichts tun. Komm, ich helfe dir. Ich bin Arzt. Ganz ruhig bleiben. Ich bin Arzt, ich helfe dir, mein Lieber. Oh, das ist auch cool gemacht. Schön animiert, so mag ich das. Na los, du bist frei. Jetzt lauf. Lebe. Ah, cool. Da krieg ich ein Ersatzteil sogar. Okay, also anscheinend in dieser Gegend ist Loot ein bisschen dämlich. Alter, da flackt ja noch einer. Beschmutzt. Nee, geht nicht. Alles zerstört und verschmutzt. Da komme ich nicht durch. Wo war jetzt hier? Das way. Was ist das hier für eine Gegend? So, wir können ja eigentlich nochmal den Bogen wechseln. Daran lag's nicht. Ist einfach diese Gegend. Sieht jetzt auch nicht sehr einladend aus, muss ich sagen. Ist noch ein Glockenzweig, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Really? Muss er dann irgendwo da oben sein? Nee, lass mich mal in Ruhe. Ich habe jetzt gerade im Moment nicht so Lust zu kämpfen. Zumindest nicht gegen Wildtiere. Außerdem bringt mir das hier nichts. Ich kann die nicht looten. Ah, das ist das Ding, was mich wegschleudert. Und zwar darüber, okay. So. Eigentlich müsste ich jetzt direkt vor Ort sein. Wollt ihr echt aggressiv sein? Ah. Kann ich die noch looten? Kumpel, du frisst mir ein bisschen zu viele Pfeile. Danke für die Gabe. Geh dahin, aber lass mir deine Gabe. Ja, die sind ja gut gepanzert. Da muss ich eigentlich irgendwie unten ran. Lol, der versteckt sich einfach. Der Sack. Ja, Wahnsinn, die fressen gut. Ich danke dir für deine Gaben. Danke für die Gaben. Geh dahin in ein neues Leben. So, und noch mal ein paar Pfeilchen. Aber wo zum Teufel? Doppelglockenzweig oder was? Irgendwo hier soll auch noch einer sein. Mehr so ein bisschen in die Richtung. Wiese des Lichts. Okay, da haben wir schon mal einen. Gib mir Lebensenergie. Stark. So, den haben wir schon mal. Aber den da unten. Ach, da kann ich jetzt auch hinreisen. Das ist natürlich praktisch.
ist der ein bisschen versteckt? Ist der vielleicht in einer Höhle? Oder bin ich einfach nur blind? Warte mal, hier können wir noch mal ein bisschen Gestrüpp mitnehmen. Pfeile habe ich ja schon wieder verballert. Oh nee, lasst mich. Wohl, die könnte ich auf jeden Fall looten. Jetzt sind wir wieder beim Scheißgebiet. Lassen die ab? Geht runter? Ah, versteckt hat er sich. Okay, aber der ist auch beschmutzt, der geht noch nicht. Wir müssen erst alles reinigen. Ich habe auch nochmal einen Kommentar erhalten, wegen der letzten Folge, wo ich da bei diesem fetten Baum war, wo ich die Ahnenfähigkeit haben wollte und nicht hochgekommen bin. Da muss ich auch erstmal das Gebiet reinigen. Und ja, so wie ich mir gedacht habe, ich muss noch ein bisschen weiter voranschreiten, da dann hochzukommen. Deswegen machen wir jetzt erstmal stumpf die Hauptquests weiter und sammeln Honig, aber ich hoffe, in dem Gebiet, wo ich jetzt dann ankomme, dass da alles ein bisschen freundlicher ist und man auch Honig findet. Aber ich muss schon sagen, es ist trotzdem alles sehr abwechslungsreich gestaltet hier. Das finde ich schon geil. Das haben sie auf jeden Fall sehr gut hingekriegt hier. Was haben wir hier drüben? Ist das eine neue Pflanze? Nee, hatte ich schon mal, ne? Ah, hier ist alles das verschmutzt. Ich hier. Kann nichts sammeln. Vielleicht weiß Priya etwas. Ekelhaft. Hey, Priya? Was gibt's? Oh, nicht. Was? Ja, ich bin an einem verschmutzten Stück Wald angekommen. Ich bekomme den Nektar hier einfach nicht. Mal sehen. Ja, in deiner Nähe ist eine Einrichtung. Du musst sie aufhalten. Das stoppt es und der Wald kann sich wieder erholen. Mit Fett schaffst du das lautlos. Okay. Ich schau mir das an. Ich schicke dir die Koordinaten. Denk dran, sie wird scharf bewacht sein. Also sei vorbereitet. Wollen Sie Ewa derart schaffen? Yep. Ich muss reinigen. Ich muss mal wieder den Hausmeister spielen. Sie es bewusst tun, Bruder. Vielleicht wollen Sie dem Wald nicht einmal solches Leid antun. Sie tun allem nur aus Versehen Leid an? Das kann ich nicht. Es geht nur um Profit. Wenn die Natur darunter leiden muss, dann ist das halt so. So ist der Mensch. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwie eine Einrichtung finden. Zerstöre Gasextraktor. This way. Oh. Alter. Das arme Tier. Wieso geht der Mensch so mit der Natur um? Egal, wir kriegen das hin. Wir reinigen. Ich habe meinen Mob dabei. Wir machen jetzt den Hausmeister. Was war das? Ah, ich kann eh nichts sammeln. Das haben sie schon clever gemacht. Muss man erst schauen, dass man hier wieder alles cleant, um auch die Sachen sammeln zu können, selbst von den Tieren. Ach du heiliger Bimbam. Noch eine Förderstelle. Ich sehe Türme und Silos. Eine Gasmine. Rate mal, was in den Silos ist. Okay. Erst was essen. Starke Gegner werden beim Einsatz deiner Navi-Sinne durch einen Effekt markiert. Außerdem gibt es Zeichen um ihre Markierung herum.
Puh, okay, da haben wir gut zu tun. Krass. Könnte ich jetzt rein theoretisch von diesem Essen... Könntest du mal mit Schleichen probieren an sich? Weil sie sind ja doch ein bisschen weiter auseinander. Könnte ich jetzt sagen, ey yo. Ja, ich gehe lieber mal so rein. Da sehe ich es besser. So, Schleichschaden, 35%. Das ist das, was ich wollte. Für 12 Minuten. Okay, grundsätzlich, hier habe ich alles. Das Ding, ja, könnte man vielleicht nochmal durchladen. Da habe ich noch, also Granaten habe ich ja auch noch. Aber da brauche ich auch noch welche. Da muss ich jetzt ein paar Ersatzteile raushauen, da komme ich nicht drum rum. Nichtsdestotrotz möchte ich es erstmal irgendwie so probieren. Haben wir noch Fähigkeiten? Nein, haben wir nicht. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall ein besonderer Gegner. Ich weiß nicht, ob wir den mit einem Schuss wegkriegen, wenn wir uns ranschleichen. Aber könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich glaube, hier schleichen einfach besser. Ist halt sehr nah ran. Und vielleicht eher mit dem... Ja, eigentlich mit dem Langbogen, oder? Also mit diesem anderen Bogen. Hatte ich da nicht einen anderen Bogen noch? Einen schweren Bogen, ja. Den kann ich ja hier noch nicht machen. Ich den jetzt hier... Ja, hier kann ich ja nur den wählen. Untersuchen, kosmetisch. Ne, das ist ja nur der andere. Ah, okay, egal. Wir machen das jetzt so. Geht. Okay, cool. Das hat schon mal gut geklappt. Ist der schon mal weg hier? Der auch. Der auch. Nee, keine Aufmerksamkeit. Mist. Okay, den habe ich auch noch hingekriegt, aber ich glaube, die anderen sind alarmiert. Scheiße. Ja, wo es geht, glaube ich, noch. Krass, was ist das denn? Flakgeschütz? Das ist auch noch ein Flakgeschütz. Okay, das war dumm. Aber das kann sich ja nicht bewegen. In dem her bin ich erstmal safe hier. Oder auch nicht. God damn it. Naja, gut, ein paar mal weggeholt. Die leise Art. Helikopter kommt. Ich muss erstmal rein hier. Was ist das Ding jetzt? Okay, down. Thank you.
heiliger Bimbam. Geh weg. Sie sind zwar alarmiert, aber sie wissen noch nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Ah, Mist, jetzt wissen sie es, okay. Aber ich glaube, hier oben bin ich relativ safe. Schneller gehen. Ah, Mist. Okay, jetzt sollte ich nicht in der Nähe stehen von den Dingern. Ah, Runterfall war jetzt nicht so clever. Das war nicht clever. Erneut bitte. Noch eine Gasförderungsanlage. Uiuiuiui. Okay, also, du musst zuerst die Türme und die Gaslager ins Visier nehmen. Das wird happig, Leute, das wird happig. Eines Tages werde ich einsam sein. Das wird schon sehr. Achtung! Innerhalb der Basis müssen alle Waffen gesichert sein. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht gleich. Ja, ja, okay. Dich habe ich gewartet, Amigo. Der war schon mal gut. Als wir hier rauskamen, dachte ich, ein weiterer heißer Tag auf Pandora. Passt auf euch auf. Ist das der Medizinschrank? Wow, es sind so viele Gegner. Was ist das hier? Ah, cool, Munitionsschrank. Sehr gut. Also hier bin ich relativ safe. Wir haben jetzt hier einen. Der ist kaputt. Bei mir auch was. Schlechtes Wetter heute. Seid extra wachsam. Schlechtes Wetter heute. Seid extra wachsam. Als ob das mit irgendwas mit dem Wetter zu tun hätte. Das kann natürlich instant wieder nach hinten losgehen. Hier oben eine Flak, wir haben hier noch ein Mac. Hatten noch ein Mac. Die RDA erinnert das Personal daran, dass der Betrieb ohne Unterbrechung am Laufen gehalten werden muss. Alle Systemunterbrechungen müssen sofort gemeldet werden. Tafel. Okay, also bisher läuft's ganz gut. Ein Scanner wird mir angezeigt hier. Wieso? Ich weiß noch nicht. Ist irgendwas Besonderes? Eigentlich nicht. Hier rein. Ja. Ist noch ein bisschen Muni. Okay, dann schleichen wir uns erstmal hier durch. Ist das hier ein gutes Eck zum Verstecken? Ah, da kann ich nicht durchschießen.
Selbst die Pflanzen. Okay, ich muss den da oben irgendwie wegkriegen und den hier. Nee. Alles gut. Ein Sturm zieht auf. Seid vorsichtig. Okay, ich kann da einsteigen. Soll das bedeuten, ich kann das Ding dann lenken? Das wäre ziemlich geil. Vielleicht sollte ich schnell machen. Geht das? Nein, geht nicht. Okay, Aschkarte. Na, vielleicht nehmen wir mal hier die bisschen OP-Waffe. Na komm, tritt ein. Müsste eigentlich nur ein paar Schritte vormachen. Da hinten der Typ. Ah, der werfen wir einfach mal zur Begrüßung ein paar Granaten hin. Mal gucken, was passiert. Ah, nehmen wir mal die Dreier. Die Schleuder. Oh. Muss hier auch ein Trampolin sein. Halt dämlich. Irgendwie zündet das hier alles nicht. Warum? Wenn ich treffe. Wow. Ich habe keine Heilung mehr. Das Essen. Mal, wer da spricht. Leco mio. Okay, ich muss, glaube ich, noch mal kurz zurück. Da war noch irgendwo eine Heilung. Irgendwo da drüben. Ah ne, ich bin ja wieder geheilt, oder? Ja, läuft. Okay, aber es ist schon krass. Muss schon echt dich gut durchboxen. Muss ich mir mal ein bisschen durchlooten auch. Jetzt habe ich bald nichts mehr an Muni. Achtung, Warnstufe 1. Protokoll folgt. Hier müssen wir eh irgendwas machen, oder? Okay. Da muss ich dann noch hin, aber da ist gut umkämpft. Da kann man noch hingehen. Da haben wir an sich freigelegt. So, hier ans Ventil. Okay, das ist schon mal dicht. Ja, jetzt müssen wir wohl dahin, verdammt. Das Gute ist, die wissen nicht, wo ich bin. Mann, ist das hier riesig. Blendgranaten, das ist schon mal geil. Kann das jemand überprüfen? Okay, was haben wir hier? Ein Explosivfass. Die sind schon noch ein bisschen weit weg.
Hier drin habe ich soweit eigentlich alles, bis auf den Loot. Das Ding habe ich auch noch nicht begriffen hier. Das ist einfach nur Muni oder was? Lol. Kann das jemand überprüfen? Okay. Gehen wieder raus. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ein bisschen blenden. Aber man, da brauchen wir jetzt einen Schleuder. Boah. Das ballert, du. Das ballert. Okay, hier geht wieder voll. Wieder keine Muni. Ja, es sind also wirklich nur so eine Art Minen. Weil sie wirklich dahin locken. Hier nix. Okay. Go, go, go. Go, go, Gadget. Mann, ist das hier verstaubt und ekelhaft. Das ist der Hebel. Und Medikbackerle, sehr gut. Schnell sich das jetzt gerade erholt hat, ha? Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Nektar finden. Jetzt gibt's Nektar, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja, einmal den Daumen nach oben. Weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Oder kommentieren, genau. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.